einen wunderschönen guten Morgen heute aus Bonn. Wir sind beim Maritim Hotel. Da muss ich jetzt gerade mal reingehen. Ich habe 4 Glasböcke. Glas? So kleine Holzdinger. Die Leute kommen erst um 9:30, gut, das wusste ich jetzt wieder nicht. Aha, Baustelle. Ich soll mal zur Rezeption gehen und dann kann mir vielleicht die Haustechnik helfen. Die hatten irgendwie keinen Bock rauszukommen. Und jetzt soll ich laut der Rezeption, laut der netten Dame, die da vorne war, die ist wirklich super, soll ich halt unten in die Tiefgarage fahren, ganz gerade durch ist die Warenannahme, da stelle ich halt jetzt hin. Und dann hast du meinen Soll gemacht, ne? So, wir haben uns der Stapler Holle. Moje! Schon wieder? Ich bin fertig. Hör mal, Unterschrift habe ich keine, weil die Leute kommen erst um 9:30 und die anderen sind nicht zuständig. Ich habe das jetzt bei der Warenannahme unten in die Tiefgarage gestellt, also absolut sicher. Ich habe Schein dran gepappt, die wissen Bescheid. Der Typ, mit dem habe ich telefoniert, der kommt gleich. Hast du ein Foto gemacht? Nein, ist mir jetzt der Weg zu weit. Warte. Ups. Drehen. So, ich habe mein Liebchen am Telefon. Ich habe jetzt hier ein paar Minuten gewartet, weil mein Disponent sagte, ich soll mir mal einen Kaffee trinken. Habe ich aber schon. Ich soll jetzt erstmal Richtung Hof kommen, weil... Oh, das sieht aber gar nicht gut aus da hinten. Warte mal gerade. Ich muss mal gerade... Oh, also. Mann! Ich habe mich eben hier die ganze Zeit, oder ich stehe mehr oder weniger auf einem Taxistand. Aber ich habe da vorne ist noch ein Taxistand und ich habe den Leuten Bescheid gesagt. Und die haben gesagt, das ist kein Problem zum Abladen, weil ich habe hier echt wenig Platz. Und ich musste dann von hier nach da vorne in die Tiefgarage... Ja, genau. Sehr interessant, Dirk. Was lachst du denn? Ja, unser Maddox. Ja, meine Frau fährt gleich mit unserem Maddox zum Tierarzt. Wir haben ja noch dieses Weibchen dabei. Und bevor da irgendwas passiert, jetzt in der näheren Zukunft, haben wir uns entschlossen, den Maddox so ein bisschen zu kastrieren, weil es einfach besser ist. Wir haben keine Lust auf irgendwie so 10 bis 15 Puppies da rumlaufen, weißt du? Obwohl es ja süß wäre, aber nee, lass mal. Haben wir keine Zeit für, ne? Und außerdem ist das ja ein Problem bei uns. Unser Maddox ist ja ein Einhoder. Das heißt, ein Eichchen ist im Hoden und eins ist im Körper. Das heißt, wenn du dann Babys bekommst, kann das sein, dass die Jungs quasi auch alle Einhoder werden. Ja, genau. Warte! Good morning, you crazy people! Hallo Kai. Hallo Dirk. Na? Wie geht's dir? Bombe. Hab ich dir heute schon gesagt, dass ich dich lieb hab? Nein. Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Okay. Morgen. Morgen. Na Hase? Ich hab gerade den Medi abgeliefert. Echt? War wieder emotional für mich. Ist er schon am Schlafen? Ja, ich hab ja auf dem Boden daneben gesessen. Und wann sollst du wieder da sein? 12:30. Alles klar. Schrecklich ist das. Das ist schrecklich. Ja. Schöne Kamera. Ich mach nur gerade hier das Vorhängchen mal so ein bisschen... Gerade. So, wir fahren mal nach Hürth, Gerüstteile laden, die wir dann anschließend nach Hagen fahren. Ich habe den Stapler jetzt nicht abgemacht, ich habe den dran. Gesagt wurde, dass ich den nicht brauche, weder hier noch in Hagen. Aber man kann ja nie wissen, falls man den ja doch mal braucht. Lass ich ihn einfach dran. Jetzt haben die hier so eine super schöne, ach, da steht mein Fräuchchen ja auch noch, so eine super schöne Verkehrsampel hingemacht. Vorne auf der Straße 2, hier eine, ich weiß nicht, was die hier bauen, Kreisverkehr, Verbreiterung, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall wird das die nächste Zeit mit Sicherheit richtig cool hier, weil es eng ist durch die Schilder da.
wo die zwei Container vor der Tür stehen, glaube ich, ist das. Das müsste die Hausnummer 10 sein. Irgendwann mal grün. Ich kann nicht wegen vorfahren. Dann stehe ich nachher da hinten an der Ampel, rät die Schranke runter. Stehe ich da. Stehe ich gleich solo da. So, an der Ampel hat sich absolut nichts getan. Da war gerade ein Busfahrer, der hat mich darauf aufmerksam gemacht. Ich sollte doch vorfahren. Sonst sehe ich hier nichts. Wenn jetzt die Schranke runter geht, da stehe ich da. Aha, das ist gut. So, wir waren gerade in Hürth und haben Gerüstbauteile geladen. Die fahren wir jetzt nach Hagen. Wir waren beim Daniel. Daniel ist ein Gerüstbauer und er ist extrem nett. Da war gerade richtig geil. Irgendwo erkennt er mich. Ich weiß nicht woher. Ich war noch nicht mal ganz auf dem Hof, da streckte er mir schon Kaffee entgegen. Der wusste quasi, dass ich um 11 Uhr komme. Und so war es dann auch. Kurz vorher war ich da. Ach, dann haben wir die Dinger schnell geladen und jetzt fahren wir nach Hagen. Schöne Grüße nochmal. Viele Grüße Daniel und auch an deine Frau. Und was hast du für Tour? Ich? Ja. Kartons muss ich packen und all so Sachen, weißt du? Nix, du, mein LKW voll machen. Was machen? Nix da, kommst du hier. Ja, alles klar, tschö. Nix da, kommst du hier, hast gehört? Zick, zick. Alter, bin ich am Schweißen, boah, die sind so schnell, Junge. Wie die fliegen. Fleißig und nochmal fleißig, Wahnsinn. So, wir fahren ob der Hof. Der bleibt nicht an dem Audi hängen. Jetzt können wir wieder ein Special Video machen. Verstehst du das? Daniel, hast du gesehen, ist alles weg, ne? Mach dich in Sorge, alles gut. Schöne Grüße nochmal. So, liebe Leute, was ist das? Das Lied. Habe ich euch eigentlich schon gesagt, dass der Dispo Kai die Firma verlässt. Der ist, glaube ich, jetzt noch eine Woche hier. Der zieht zurück in den Norden. Da kommt er ja auch her. Das ist jetzt noch nicht seit ein paar Tagen, sondern das ist schon seit längerem geplant. Ich habe damit gewartet, euch dazu sagen, weil ich einfach gehofft habe, dass der bleibt. Aber der zieht zurück. Der hat ja auch oben auch seine Verwandtschaft, seine Kumpels. Ja, ich wünsche dem Kai auf jeden Fall, weil er ja auch eigentlich ein guter Kumpel geworden ist. Ich komme spitze mit dem aus. Alles Gute und ich werde auf jeden Fall mit Kai, ich werde den auf jeden Fall zwischendurch mal richtig schön auf die Nerven gehen. Dann werde ich den anrufen und dann lasse ich euch teilhaben. Oh, der kommt mir ja so nicht davon, ne? Wir gucken jetzt mal, wir gehen ins Büro. Eventuell fahre ich den jetzt gleich mal zum Bahnhof. Ist der weit winkelig? So, Kai. Was ist denn? Ich muss mich anschneiden. Das wäre ganz gut. Ja, hier brauchst du nicht, wenn du da durch das Tor, dann musst du hier arbeiten. Ich habe eben gesagt, dass ich dich zwischendurch mal ein bisschen nerve und dich einfach anrufe und mit ins Video nehme. Ist das okay für dich? Sieh schon an. Weil die werden natürlich jetzt, denke ich mal, auch traurig sein. Quatsch. Weil du bist ja eigentlich schon ein bisschen in Ordnung, bist du ja schon. Also ja, bestimmt.
vielleicht. Hast du die Ampel da vorne? Die sind alles am Aufreißen. Die Autos. Mhm. Was soll das? Keine Ahnung. So viel Kohle geschickt. Wahrscheinlich, ja. Das ist die Deutsche Bahn, keine Kohle, kommt dauernd zu spät, weil die einfrieren und die buddeln da Löcher. Hundertprozentig. Mit 12 Leuten. Ja. Kennen Sie das Bild eigentlich? Nein. Da gibt es so ein Bild, muss ich mal gucken, ob ich das besorgen kann. Also, hier ist so ein riesen Bauloch. Oben stehen, keine Ahnung, 15 Leute. Ja. Ja, und über jedem hängt dann so was, was ich hier. Executive, tralala und Facility Manager und weißt du, so diese ganzen ja. neumodernen Dinger. Und unten im Loch steht einer mit dem Spaten und darüber steht Close. Ach so. Was ist das für eine Nee, nee, ich kann schneiden. Ich habe ein Schneideprogramm, weißt du? Echt? Ja. Bist du auch noch Friseur oder was? Schneideprogramm, da kann man. Ja, geil, da kannst du bestimmt noch so Frisuren dann reinmachen ja. und dann setzen sie den Helm auf. Ja. Weißt du? Ja. Mit die Yummy Lip. Sag doch mal schön. Sag doch mal, war schön mit euch. Leute. Macht den Dude. Ja, war schön. Mit ich habe gesagt, dass du hoch wieder ziehst zu deinen Kumpels da. Du hast ja oben Kumpels. Hab ich. Mom. Hab ich. Und neue Frau. Du hast natürlich entschieden. Ja, das ist auch gut. Vielleicht einer der Gründe. Ja. Genau. Und aber meine Mama ist da. Genau. Aber das ist wichtig, ja. Und mein Boot. Dein Schiff. Alter, was Boot? So. Da kommt der Dings hier aus dem großen Land gar nicht mehr mit, wenn der dein Schiff sieht. So. Ja. Ne? Ja. Ja. Das kannst du mal auf so einen Glogau laden, dann bricht das Ding ein. Andere nennen sowas Flugzeugträger. Hundertprozentig. Habe ich günstig geschossen bei eBay.